Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Farbe von Wasserbox von Curse. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Farbe von Wasser, vergangenen Freitag, den 23.08. erschienen. Heute erst das Unboxing, da ich die Box leider nicht am Freitag bekommen habe. Die wurde dann erst diese Woche geliefert, dementsprechend heute mit einigen Tagen Verspätung das Unboxing. Es hat etwas gedauert. Das letzte Album von Curse war ja im Jahr 2014. Das war in diesem Fall dieses hier. Uns hat das Ganze geheißen. Wie gesagt, im Jahr 2014 erschienen. Bedeutet, wir haben jetzt fast 4 Jahre auf ein neues Curse-Album warten müssen. Und jetzt ist es endlich soweit. Bevor wir das Ganze aus dem Plastik befreien, schauen wir nochmal kurz. Wir haben nämlich hier einen Sticker und das Spannende ist, das Ganze ist irgendwie auf dem Kopf. Also wir haben hier die Farbe von Wasser stehen. Allerdings, wenn wir das so umdrehen, dann steht jetzt in dem Fall Curse auf dem Kopf. Wir lesen mal ganz kurz, was wir hier haben. Limited Box, handsigniert, Limited Edition Album, Instrumental CD, T-Shirt, Zeitung, Downloadcode und exklusive Podcast-Folge. Beziehungsweise, ich glaube, exklusive Podcast-Folge bezieht sich auf den Download-Code, also der beinhaltet eben das hier. Gut, das wissen wir jetzt. Dann schauen wir mal hinein. Wo machen wir das am besten auf? Hier. So, jetzt verschwindet nämlich auch der Sticker. Und dann haben wir die Box. Interessant an der Box, nicht nur, dass hier, je nachdem wie man sieht, entweder die Schrift oder der gute Mann auf dem Kopf steht, nein, wir haben auch hier eine Unterschrift. Bedeutet, im Gegensatz zu anderen Boxen, wo dann irgendwie eine Autogrammkarte oder irgendwie ein Sticker unterschrieben ist, hier haben wir wirklich die gesamte Box unterschrieben. Bedeutet, jede einzelne Box, ich weiß jetzt nicht genau, was die Auflage war, aber jede Box ist dadurch ein Unikat, weil hier wirklich jede Box handsigniert wurde. Bedeutet, jede Box hat hier in einer anderen Form das Autogramm und somit ist jede ein Einzelstück. Also wir lesen hier eben die Farbe von Wasser, darunter Curse. Und dann haben wir im Hintergrund etwas unscharf abgebildet Curse mit, ja, mit einer großen Jacke, Stiefeln, Jeans, wie man ihn kennt. Es ist von der Optik, es fühlt sich echt spannend an, also Curse, die Farbe von Wasser lesen wir hier. Es fühlt sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es ist nicht so eine, auch von der Haptik, vom Gefühl her, nicht so eine klassische Hochglanzbox, sieht man auch an der Optik, aber es fühlt sich auch echt an wie, ja, Recyclingkarton oder irgendwie so ein Getränkekarton, also sehr, sehr angenehmes Gefühl. Das lesen wir hier, Groove Attack in die neue Welt und dann haben wir hier noch einen Barcode. Okay, also hier Curse, die Rückenansicht, dürfte wohl dieselbe Aufnahme sein. Das Ganze geht dann hier an der Seite auf, ist eine Klappbox und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal den Downloadcode, legen wir mal beiseite. Dann haben wir hier die Instrumentals, dann das Album an sich. Ein T-Shirt und das dürfte dann wohl die Zeitung sein. Von innen die Box weiß. Klappen wir mal wieder zu. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Nachdem hier noch das Album eingeschweißt ist, werden wir dieses hier auch mal aus dem Plastik holen. Das ist die Frage. Am besten hier oben. So, dann kommt auch schon das Booklet raus. So, das sollte reichen. So. Und auch das Album, beziehungsweise die Instrumentals, fühlen sich auch so nach ganz speziellem Karton an. Also es ist echt, wie gesagt, für mich fühlt es sich echt an wie so eine, wie so ein Tetrapack oder wie so ein alter Karton. Das ist sehr, sehr spannend. Wir haben hier einmal wieder Curse kopfüber abgebildet
und in einem blassen Rot die Farbe von Wasser Kers. Dann lesen wir hier an der Seite auch nochmals die Farbe von Wasser Kers. Und auf der Rückseite auch hier entweder R aufrecht oder die Schrift. Sind nicht durchnummeriert die Tracks. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Fab, Semi Deluxe, Cool Savage, Muso, Kind, Muso, Mariama, Cool DJ GQ. Okay, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Und nochmals Fab. Auch hier wieder ein Barcode. Und die Credits zum Album. Es ist, ja, von der Form, generell von der Gestaltung natürlich ein Digipack, aber eben in dieser speziellen Kartonoptik. Okay, also wir haben hier einmal das Booklet. Auch hier wieder kopfüber. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Okay, also hier haben wir Aufnahmen von Kers und dann natürlich die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive den Informationen, wer an den Tracks beteiligt war, wer hat das produziert, wer waren die Features etc. Und diese Optik zieht sich wirklich komplett durch das gesamte Artwork, auch hier im Booklet, so ein blassroter Ton. Und in regelmäßigen Abständen hier Kers kopfüber. Also sehr, sehr spannend gestaltet das Ganze. So, dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Dann haben wir einen Tourflyer, die Farbe von Wasser Tour 2018. Jede Menge Dates, also wenn ihr Kers 2018 live sehen wollt, ab März geht's los, in Wien sogar, sauber, bis zum 21.04. dann in Berlin. Schaut vorbei. Und dann haben wir noch einen Infoflyer vom Rapper, der lernte still zu sitzen. Okay, Meditation. Ah, gut, also ein Infoflyer zu seinem Buch. Kleinen Moment. Das Buch habe ich bereits in meinem Besitz, habe ich vor einiger Zeit mal bestellt. Habe ich auch mittlerweile gelesen, kann ich echt nur jedem empfehlen. Also es geht in diesem Buch vor allem so um, ja, abzuschalten, zur Ruhe zu kommen, Meditation, zu sich selbst zu finden, seine innere Ruhe, seinen inneren Frieden zu finden. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Interessant, also dieser Infoflyer, dieser Tourflyer und das Booklet. Packen wir mal alles wieder zurück. So. Und dann haben wir das Album an sich. Dieses mal zum Kontrast zu diesem ganzen Hellrot in Schwarz gehalten. Schwarz und Weiß, die Farbe von Wasser. Kers. So sieht es aus. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die sehen so aus, relativ schlicht gehalten in Hellrot, die Farbe von Wasser, Kers. Auf der Rückseite haben wir die Tracks. Und die CD, ebenso wie die Album-CD, in Schwarz und Weiß gehalten, nur mit dem Zusatz Instrumentals. In einer Papphülle. Dann haben wir eben diesen Download-Code und hier finden wir Meditation, Coaching und Live. Der Podcast mit Michael Kurt, aka Kers. Also, das ist natürlich passend zu dem Buch, was ich euch gerade gezeigt habe. Weitere Folgen findest du, was steht hier, weitere Folgen findest du unter www.kers.de/podcast. Also, wir haben hier einen Download-Code, mit dem wir das Ganze dann einlösen können. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Hier sind noch die Infos dazu. Bin schon gespannt, inwieweit das an das Buch anknüpft oder eventuell auch die Inhalte vom Buch nochmal wiedergibt. Schauen wir mal. Dann haben wir die Zeitung, Kers, die Farbe von Wasser. Und hier wirklich wie so eine Zeitung, also eine relativ kleine Zeitung in dem Fall, aber hier haben wir Fotografien und natürlich auch Text. Habe keine Angst vor dem, was du bist, lesen wir hier. So, ich werde jetzt nicht die ganze Zeitung im Detail durchgehen, aber wir lesen mal ein paar Sachen vor. Die erste Welt hat zu viel Zweifel und zu wenig siebten Sinn. Da ist was dran. So, einige Zitate.
Natürlich auch wieder die Kopfüber-Fotografien von Coers, die dürfen nicht fehlen. Lieber Brunnengraben statt hochstapeln, lieber kein Wort, aber Großtaten, lieber gut haben statt schlecht reden. Also, ihr seht schon, so wie Texte von Coers, ist auch diese Zeitung hier voller Weisheiten und sehr philosophisch angehaucht, das Ganze. Die Menschen, die wir sein wollen, es gibt sie nicht. Wenn alles endlich ist, dann geht auch jeder Film vorbei, den wir uns fahren. Warum das Happy End nicht einfach jetzt schon haben? Nette Sache. Also jede Menge schöner Zitate oder Denkanstöße oder philosophischer Kurztexte darin. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein T-Shirt. Das sieht so aus. Das T-Shirt in schwarz und wir haben hier wirklich nur auf der linken Brust so ein C. Neckprint haben wir keinen. Das Ganze ein Gildan Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie das im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt. Und hier auf der linken Brust das große C abgebildet. Mehr ist auf diesem T-Shirt nicht zu finden. Sehr schlicht, sehr minimal gehalten. Kann man natürlich eine Menge reininterpretieren. Also wenn man es jetzt nicht weiß, ich glaube, die wenigsten würden mit diesem C Coers in Verbindung setzen und assoziieren da wer weiß was. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sieht es ein bisschen so aus wie das C von dem Schriftzug von Chabos. Aber ja, das ist meine Meinung. Kann natürlich jeder anders sehen. Und ansonsten gefällt mir das T-Shirt, obwohl es sehr schlicht ist, ganz gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann diese Zeitung, die Farbe von Wasser, Zeitung. Der Download-Code zu Meditation, Coaching und Live-Podcast. Die Instrumentals in der Papphülle. Und das Album an sich, die Farbe von Wasser, im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box, die Farbe von Wasser von Coers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Coers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.